Moin, moin, hier aus Weddingstedt. Ich bin heute zu Gast bei der HSG Weddingstedt, Hennstedt-Delve, bei den ersten Herren, die aufgestiegen sind in die Oberliga. Dieses Video wird dir präsentiert von Sports Protect, dem Versicherungsschutz für Handballer. Sports Protect, offizieller Partner von Sprungwurf.tv. Nico, schön, dass du kurz Zeit hast. Wie ist, wenn du jetzt mal Revue passieren lässt, wie ist die Stimmung bei euch so in der Mannschaft jetzt nach dem Aufstieg? Ja, also die Stimmung ist wirklich sehr, sehr gut. Wir fiebern eigentlich auch schon dem Saisonstart entgegen. Ja, und also die letzte Saison, die kann man einfach nicht vergessen. Das war wirklich grandios mit so Highlights wie gegen Bredstedt hier zu Hause. Eiderhade zweimal Topspiele und das Spiel, wo wir aufgestiegen sind, wo in Grundshagen die Decke da zusammengekracht ist. Unsere Zuschauer auf dem Parkplatz feiern. Also das ist schon, war schon eine coole Saison. Ja, erst recht auch mit euren Heimspielen, wo die Halle ja auch mal rappelvoll ist, dann mit eurem Block, den ihr da noch habt, den Block E, dann mit der zweiten Herren, was du eben gesagt hast. Das ist natürlich schon echt stark. Jetzt habt ihr wahrscheinlich auch schon Vorbereitungsbeginn oder war es halt wahrscheinlich Phase 2 oder sowas. Wie sieht es bei euch da aus momentan? Seid ihr im Plan? Ja, im Plan sind wir auf jeden Fall. Wir haben jetzt unsere Saisonvorbereitung in zwei Phasen geteilt. Erste Phase war wie eigentlich bei fast jedem Kraft-Ausdauer. Denn auf dem Sportplatz haben wir ein paar Trägerreifen geschubst und gezogen, wie das ja auf dem Land üblich ist. Ja, und jetzt sind wir in der Phase 2 und ein paar Spiele auch schon gehabt. Gegen Barmbek, gegen DHK Flensburg, gestern auf dem Turnier Malente. Und ja, bin sehr zufrieden und wir sind absolut im Plan. Ja, das sind natürlich schon mal Highlights, ne? So gegen zwei Drittligisten, Barmbek und dann DHK. Wie sieht jetzt so euer Kader aus? Habt ihr Abgänge von der letzten Saison zu dieser Saison und Neuzugänge irgendwie zu verzeichnen? Abgänge haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben zwei junge Spieler, haben wir zurückgesetzt in die zweite, um sich weiterzuentwickeln, weil Oberliga natürlich echt schon anderes Kaliber ist. Die sollen sich da wirklich entwickeln und entfalten mal ein bisschen und offensichtlich ein, zwei Jährchen später. Und sonst sind alle geblieben, wo ich mich natürlich sehr drüber freue, ist über Figger, Nils Wartenberg im Tor, da freue ich mich natürlich enorm rüber. Ja, und Neuzugänge haben wir mit Jan Bold, was sagen Sie hier im Wedding steht, der verlorene Sohn ist wieder da. Ja, er ist aus dem Kieler Region. Genau, ja. Er ist wieder da und bringt auch nochmal ein schönes Gardemaß mit, hilft uns natürlich auch. Ja, und Durchschlagskraft am Kreis kann man immer noch mal gut gebrauchen. Definitiv, erst recht mit seiner Statur, da zum Schluss ja beim THW gespielt in der U23. Wie sieht so eure eigene Ziele aus jetzt hier, wahrscheinlich primär Klassenerhalt, ne? So als Aufsteiger? Ja, wie letztes Jahr. Wir wollen uns einfach nur in der Liga etablieren, drin bleiben. Wie wir drin bleiben, das ist uns ehrlich gesagt egal. Hauptsache drin bleiben. Ja, das ist so das Ziel und vielleicht mal hier in Weddingstedt, gerade hier, nochmal Pünktchen sammeln und ein, zwei wirklich große Kandidaten nochmal knacken. Das ist so unser Ziel auch letztes Jahr gewesen. Ja, ich denke mal auch erst recht mit den Zuschauern, die hast du ja schon gesagt, wer wo alles schon hier sitzt, von der Anzahl her, wird wahrscheinlich massig werden. Eine heiße Stimmung dann. Wie ist momentan noch so euer weiterer Vorbereitungsplan bis zum ersten Saisonspiel? Nächste Woche haben wir ein Turnier in Esing mit Oberligisten, auch Wift Neumünster ist da, Mönckeberg ist glaube ich da und noch zwei andere. Dann am Sonntagmorgen spielen wir gegen die A-Jugend vom HSV in der Volkspark Arena und dann noch Nord-NF. Ja, und dann geht es glaube ich schon los. Das ist schon mal ein fünftiger Plan noch bis dahin. Worauf freust du dich am meisten? Auf welchen Gegner vielleicht? Hast du da irgendwie eine Präferenz? In der Saison? Ja. Boah, also eigentlich freue ich mich schon richtig auf die ersten drei Spiele vor allem, weil das wären richtig Knallerspiele. Wir fangen an gegen Neumünster, eine etablierte Mannschaft. Das wird natürlich interessant.
dann, und wo ich mich dann besonders drauf freue, sind dann die nächsten beiden Heimspiele direkt hintereinander, hier gegen Ostsee und gegen THW 2. Ja, das sind natürlich dann schon mal Knaller, erst recht zu Hause die beiden. Ja, sauber. Ich bedanke mich und ich wünsche viel Erfolg in der neuen Saison. Ne? Ja. Als ich auf der Suche war für die richtige Absicherung für mein Hobby, habe ich glücklicherweise die Sports Protect Versicherung entdeckt. Denn dort kann ich sofort eine Kapitalleistung von bis zu 2000 Euro für einen Kapsel- oder Bänderriss erhalten. Lass dich unverbindlich beraten und genieße die Sicherheiten des Sports Protect Tarifs. Fordere jetzt dein unverbindliches Angebot bequem per E-Mail auf sportsprotect.de an. Sports Protect. Ein Muss für jeden Sportler.